Hallo und willkommen bei meiner Kaffeepause. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Du hast auf dem Thumbnail schon gesehen, mein Stuhl ist leer und das hat auch eine Bedeutung. Ich habe das ja auf meinem Community-Tab, also in meinen Textnachrichten, meinem schwarzen Brett auf YouTube sozusagen, schon einmal als Frage gepostet. Ich werde Pause machen und zwar ziemlich genau einen Monat. Im Juli 2022 wird es von mir kein neues Video geben und das gleiche werde ich auch zwischen Weihnachten und Neujahr machen, mir dort eine Woche Pause nehmen. Übrigens, ihr wisst ja, Kaffeepause heißt Kaffeepause, weil immer Kaffeepause. Ich mache das aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen ist der Sommer eine Zeit, wo viele lieber draußen sind, als sich YouTube-Videos anzuschauen. Zum anderen aber auch, um mich zu sammeln, ein bisschen runterzukommen und auch mal Urlaub zu machen. Ich habe jetzt 3 Jahre lang ununterbrochen, ohne Pause, Videos produziert, jede Woche Videos gebracht. Und ich stelle fest, dass das ein klein wenig zu Lasten der Kreativität geht. Und dann mache ich lieber Pause und mache dann wieder Videos, wo ich auch zu 150% hinterstehe und von denen ich auch glaube, dass sie von Video zu Video vielleicht etwas besser werden und nicht stagnieren. Die Themen, die ich mir vorgenommen habe für den Zeitraum nach meiner Pause, sind echt mega interessant. Nur um euch mal einen Ausblick zu geben, was so kommt. Ich bin in 10 Tagen auf einem Uhrenseminar, das werde ich filmen, das ist ein Uhrenseminar von Borgward. Ich hoffe auch, mit einigen der Teilnehmer ins Gespräch zu kommen, ein paar Live-Töne zu bekommen von den Teilnehmern, wie es ist, den Chef von Borgward mit reinschneiden zu können. Das ist ein Seminar für einen Tag, das heißt, es wird für mich ziemlich Stress, Uhr bauen, filmen, Interviews führen, aber ich habe da mega Bock drauf und das wird sehr kurzfristig nach der Pause kommen. Dann plane ich für den August ein Video bei Guinan, Behind the Scenes, ein Blick in die Werkstätten, wie wird zusammengebaut, wie sieht es da aus, was wird im Hause gemacht und so weiter und so fort. Das wird also auch kommen. Dann werde ich 2 neue Marken auf meinem Kanal vorstellen. Eine ist Bruno Söhnle, mit denen habe ich schon einen sehr intensiven Kontakt. Da sind die ersten Uhren auf dem Weg zu mir. Ich werde das in meinem bekannt bewährten Format machen. Erst ein Video über die Firma, Hintergrund, Portfolio, Preisgefüge, wo wollen die hin, wo kommen die her, wer steht dahinter. Und dann gibt es einige Uhren, die ich im Detail vorstelle. Auch das wird dann nach der Pause losgehen. Die 2. Marke, mit der ich bezüglich eines ähnlichen Formates Kontakt aufgenommen habe, ist Mark & Sons. Da muss ich nächste Woche nachhaken, wo wir da stehen. Aber auch das kommt. Ich war sehr positiv eingestellt. Das wird also auch kommen als neue Marke auf meinem Kanal in einem ähnlichen Format. Dann werde ich in meinem Urlaub endlich Zeit haben, den ganzen Input, den der Jörg mir geliefert hat, zu Glashütte zu sortieren und auch diese Reihe zu strukturieren. Das heißt, meine Glashütte-Videos werden nach meiner Pause auch irgendwann losgehen. Natürlich geht nicht alles direkt sofort am Anfang los. Das geht nicht, aber es wird danach losgehen. In meinem Urlaub werde ich auch hoffentlich die Gelegenheit haben, Borgward vor Ort zu besuchen. Ich weiß von dem Herrn Klü von Guinan, dass Borgward ein sehr, sehr historisches Haus hat, mit sehr kleinen Räumen, sehr handwerklich organisiert, also wirklich noch eine Werkstatt und keine Fabrik. Er meinte schon, dass ich da vielleicht ein extremes Weitwinkel mitnehmen müsste, weil ansonsten wird das doch sehr klein wirken. Ich freue mich da total drauf. Ich habe mit Borgward da noch nicht drüber gesprochen. Das werde ich auf dem Seminartermin machen. Aber da ich in der Nähe dort Urlaub mache, wird es hoffentlich auch klappen, dass ich da einmal einen Tag vorbeifahre und dann vor Ort euch auch einen Blick hinter die Kulissen bei Borgward zeigen kann. Mein Format 5 Uhren unter einem bestimmten Motto kommt bei den allermeisten von euch doch relativ gut an. Ein Zuschauer von mir, der aus Franken kommt, zumindest wenn man dem Nicknamen folgen darf,
hat mir eine riesige Liste mit Ideen für dieses Format zugeschickt. Nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Das heißt, auch dieses Format werde ich fortführen mit wirklich vielen interessanten Sachen. Forcierte Stahlböden, Titan, Uhren mit Tritiumröhrchen, besondere Kalenderkomplikationen. Also ich habe echt eine Liste, da stehen bestimmt über 20 Themenideen drauf. Das heißt, dieses Format werde ich, wenn es euch gefällt und die Klicks dann auch entsprechend kommen, mit Sicherheit noch ganz locker 2 Jahre fortführen können, ohne dass mir die Ideen ausgehen. Natürlich wird es von mir auch weiterhin das Quiz und den Podcast geben. Das Quiz wird in der bewährten Form beibehalten werden. Den Podcast werde ich ein klein wenig thematisch mehr fokussieren. Und zwar möchte ich hier mehr auf Hintergründe, auf, ja, in Anführungsstrichen wirklich, ich will jetzt hier nicht oberlehrerhaft rüberkommen, um Wissensvermittlung gehen. Das heißt, so wie ich das auch in den letzten Podcasts schon gemacht habe, was bedeutet Zertifizierung als Taucheruhr? Was ist der Begriff Manufaktur? Was steht dahinter? Wo kommt der her? Wie wird er heute interpretiert? Das nächste, was ich machen werde, ist ein Podcast über Regulatoren. Was ist der historische Hintergrund? Was ist ein Regulator? Wie ist er aufgebaut? Warum ist er so aufgebaut? Das wird also so ein kleines bisschen mein verbaler Theorieteil werden. Und ansonsten, natürlich wird es bei mir immer Uhrenreviews geben. Es wird bei mir auch immer One Week on the Wrist geben, wenn ich denn eine eigene Uhr habe oder eine zur Verfügung gestellt bekomme. Auch hier sind schon die ersten Sachen auf den Weg gebracht, worauf ich mich echt tierisch freue. Und ein bisschen eingeschlafen ist, und das finde ich eigentlich schade, das Thema Star Club. Denn das ist immer relativ aufwendig. Die Uhren zu verschicken, versichert zu verschicken, kostet relativ viel Geld. Hin- und Rückversand kosten also über 60 Euro mit Intex oder Galle. Das ist viel Geld für ein Video, wo ich vielleicht 5 oder 6 Euro Werbeeinnahmen dran habe. Ich kann aber auch nicht immer dem Zuschauer, der mir seine Uhr zur Verfügung stellt, sagen, du musst das bezahlen. Das heißt, es wird dann immer auf eine Art räumliche Nähe hinauslaufen oder darauf, dass ihr als Zuschauer die Videoaufnahmen selber macht. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, ist auch sehr gut angekommen, ist aber viel mehr Aufwand für uns beide, für den Zuschauer, der die Aufnahmen macht, und für mich, der ich mich dann in diese Aufnahmen erstmal reinfühlen muss, wie setze ich das in Kontext, was mache ich daraus, wie schneide ich das, was für einen Text spreche ich darunter. Das ist also anstrengender, als wenn ich ein bestehendes Schema habe, was ich umsetzen kann. Trotzdem habe ich da richtig viel Lust drauf. Und einen letzten Punkt, der vielleicht kommt. Ein Zuschauer von mir, der hat eine Uhr, die meiner Steelwalker in gewisser Weise ähnlich ist, aber doch eine komplett andere Preisklasse ist. Und wir hatten überlegt, diese beiden Uhren zu vergleichen. Und dann habe ich gesagt, naja, vielleicht machen wir nicht so den üblichen Vergleich, wenn es jetzt hier gerade was lauter wird. Hier fährt gerade ein landwirtschaftliches Gerät über die Straße. Vielleicht machen wir nicht einen üblichen Vergleich, wie man das immer macht, plus, minus, Punkte, Liste, sondern vielleicht in Form eines Streitgesprächs, dass wir sagen, meine Uhr hat aber, und guck mal deine, dafür kann meine das besser. Dass man das wirklich so in Form eines Gesprächs macht und dabei auf die Spezifikationen der Uhren eingeht. Mich reizt dieses Format total, habe ich so auch noch nie gemacht. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Denn das ist was ich wirklich gerne machen würde. Und wenn es irgendwie machbar ist, vielleicht auch mit anderen Uhren immer mal wieder. Nicht jede Woche, nicht jeden Monat, aber immer mal wieder, so wie es sich ergibt. Das würde mich echt reizen. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es mir in die Kommentare. Und dann werde ich schauen, ob, wann und wie ich das umsetzen kann. Jetzt verabschiede ich mich erstmal für einen Monat. Ich wünsche euch einen wunderschönen Juli. Ganz viel Sonne, ganz viel Sommer, ganz viel Freude. Und ich hoffe, dass ihr euch im August an meinen Kanal erinnert, meine Videos wieder anklickt. Ansonsten bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren. Bis dahin, tschüss, euer Axel.